Naja, einfach durch den Haken vom Profi den Schritt auf Seite gemacht. Das sehen wir, ja, La Liberté selber mit dem Körper mitgewackelt, ähnlich wie ein Skifahrer beim Wedeln. Und dann ist er einfach spät dran und dann muss er das voll nehmen. Aber das ist dein Mitteldrittel. Fädel da rein. Ja. Da muss ich nicht so aggressiv drauf gehen. Da, wenn es sich nicht mehr ausgeht, lieber ein bisschen hinten warten, weil das sind Strafen, die ich im Mitteldrittel oder in der Mittelzone nehmen. Ja, für mich nicht nur viel Kraft kostet, sondern auch immer in die Gefahr bringen, mit dem Salzburger Powerplay den Rückstand zu vergrößern. Natusa. Raffel, dazu Konstantin Komarek und das Duo Motzko und Heinrich an der blauen Linie. Motzko. Bozen versucht es aggressiver zu spielen, versucht früh zu stören. Und das gelingt jetzt Tomassoni und dann McGregor Schau. Wird das Mittel sein, haben die ersten zwei Powerplays gezeigt, Sascha. Man darf Salzburg dann nicht ins Spiel kommen lassen. Ja, das beste Rezept ist ja, sie eigentlich schon im Mitteldrittel abzufangen. Aber wenn sie mal drinnen stehen, dann läuft die Scheibe wirklich gut. Und wenn man sie durchs Mitteldrittel kommen lässt, dann machen sie meistens einen recht relativ guten Dump, um dann drinnen gleich mal den ersten Zweikampf zu gewinnen. So wie jetzt auch wieder. Garrett Rowe. Rowe. Übel kurze Ecke zu. Wieder Rowe auf die kurze Küstler. Ja, das siehst du erst, was der Andi Christler für diese Salzburger Mannschaft mittlerweile wert ist. Ja, der kommt wieder rein und der bringt schon ein Powerplay, wie viele Schüsse der hat, wie viele Chancen der kreiert oder versucht zu exekutieren. Da geht schon was weiter, wenn der dabei ist. Man sieht aber auch, wie schön es ist, als Außen von Garrett Rowe zu spielen. Ja. Denn er legt wunderbare Pässe rein. Meiler, Rowe. Garrett Rowe, La Liberté kommt zurück. Meckler und dann befreit Strömberg. Und es gibt wieder Strafzeit gegen Bozen. Ja, wird wohl wegen Spielverzögerung sein, weil er die Scheibe übers Plexi rausgeschossen hat. Weil mein erster Eindruck war, dass er es aus der Luft getroffen hat. Gell? Macht aber nichts. Macht nichts natürlich, aber ich sage immer, er schafft das einmal technisch. Ja, jetzt musste erst einmal die Scheibe so treffen. Jetzt sehen wir es da, die Scheibe springt von Hübel weg. Ja, und löffelt sie hinaus. Ja. In das Plexiglas. Aber ja, geht kurze weiter. Vorwarnung an alle in Bozen, Kim Strömberg. Auch in Spiel 4. Zwei Strafzeiten genommen. Bei beiden hat es geklingelt, bei denen er draußen saß. Heinrich. Komarek. Motzkauer. Sehr variantenreich das Spiel. Einmal über Fahy und Mailem über die blaue Linie. Auch jetzt mit Motzko. Komarek wird anders gespielt. Der Diagonalpass schwer auszurechnen für alle, die da verteidigen müssen. Raffel. Und Bert Birker. Dominik Heinrich. Dave Meckler. Der kam gefährlich über den kurzen Pfosten zurück. Fahy und Meilen. Hüstler. Garrett Rowe. Rowe und Hüstler wischt vorbei. Ja, interessant, wie sich Tomassoni und Insam da jetzt eben abgesprochen oder auch nicht abgesprochen haben, dass sie dem da jetzt quasi den langen Weg, Garrett Rowe den langen Weg da freilegt. So, wieder liegt einer, wieder liegt Kistler. Oh, sieht aus, als wäre es auf die gleiche Seite gegangen, rechter Arm.
und vielleicht wieder die gleiche Stelle. Er geht auf jeden Fall wieder in die Kabine. Das gibt's ja nicht. Und ich sag dir, Andi Christler wird trotzdem wiederkommen. Ja, wir wollen es hoffen. So, rechter Arm von Christler. Ja. Ich bin ja mittlerweile als Nicht-Mediziner der Meinung, ob das nicht mit der Schulter was ist. Weil jetzt da wird die rechte Schulter hochgegeben. War keine Berührung Schläger. Da, ja. Ja, ja, ob er sich da nicht selber wehgetan hat. Weil eben Ferndiagnose von einem Nicht-Mediziner betone ich, dass die Schulter vielleicht raushupft oder so. Aber kann man eh nur abwarten. Profi, Dave Meckler. Gute Nachricht für Bozen, gute Nachricht für Kim Strömberg. Diesmal schlägt es nicht ein, Strömberg ist wieder da und Hübel mit einem wichtigen Save gegen Mark Cullen. So kann man sich erst einmal wieder kurz besinnen und ordnen. Erwin, du darfst deines nicht vergessen. Es ist Salzburg natürlich jetzt aufgrund der Powerplays und der gut gespielten Powerplays drückend überlegen. Aber jetzt waren es 4 Powerplays, glaube ich, und letztendlich haben sie nur beim ersten getroffen. Das heißt, 3 Powerplays sind jetzt einfach verstrichen, ohne dass was passiert ist. Bozen hat die überlebt. Es ist nur ein Torspiel mittlerweile. Und Bozen ist nach wie vor voll im Rennen, was schon anders laufen hätte können. Das hat mir erstmal mein Drittelfazit eigentlich schon weggenommen. Das fast 2 Minuten vor dem Ende. Salzburg all over. Das gute Aussicht von Bozen, nur ein Tor hinten. Ja, manchmal bin ich meiner Zeit ein bisschen voraus. Da machst du auch gern Vorhersagen, wie das Spiel läuft, wer Tore schießt. Ja, womit ich eigentlich enden wollte, bevor du mir das Drittelresümee angedichtet hast. Jetzt ist es für Bozen aber wichtig, die 1,5 Minuten jetzt zu überstehen. Ja, weil das wäre jetzt natürlich fatal. Ja, die Powerplays, die Penalty Killings zu überstehen und dann da jetzt noch eins zu fressen, wenn man geht. Botzko, Puckverlust jetzt an der blauen Linie, vielleicht die Chance. Pichet, Whitfield mit dem langen Schritt, um das Abseits aufzuheben. Und Pichet kommt immerhin zum Abschluss. Für Salzburg nämlich auch irgendwie gefährlich. Ja? Das Spiel läuft, dadurch, dass das halbe Drittel einmal mehr bist, geht es relativ leicht. Sie trauen sich was zu. Jetzt sehen wir nochmal da den Zusammenstoß. Manze und Markal waren das. Ja, du fühlst dich überlegen, weil du das ganze Drittel fast im Powerplay spielst. Und aber so überlegen ist es ja bei 5 gegen 5 gar nicht. Rick Schofield. Ja, gut von Heinrich abgelaufen. Da. Ryan Fahey. Chabois. Und John Esposito. Aber gut, du siehst, wenn Salzburg die Checks vorne fertig fährt, Bozen kriegt zwar die Scheibe raus, aber im Mitteldrittel spätestens fangen sie die Salzburger wieder ab. Meilen. Die letzten 20 Sekunden in diesem ersten Drittel. Dennoch, ich habe auch noch ein anderes Fazit für Bozen vielleicht nach diesem ersten Drittel. Denn es kann nur aufwärts gehen. Ein schlechteres Drittel kann man eigentlich kaum spielen, als dieses erste Drittel für Bozen verlaufen ist. Das dürfte Tom Pogl und seinem Team definitiv Hoffnung geben. Ja, ja, wobei, kennst du mich, ich bin ein ewiger Optimist. Streik mal raus, sie haben eigentlich ein sehr gutes Penalty-Killing gemacht. Ja? Sie haben auch die erste Strafe fast vollständig schon gekillt gehabt. Genau, nach vorne ging nicht so viel, wie man das sonst von Bozen kennt. Die Zielstrebigkeit war nicht da. Notgedrungen, komme ich wieder auf dich zurück. Durch die vielen Strafzeiten natürlich. Das gilt es definitiv abzustellen, will man hier in diesem Spiel lange dabei bleiben. Ich nicke nur mehr stumm. So, und der Kapitän weiß sicher, wie es besser geht. Alexander Ecker bei Konstanze Weiß. Alex, 4-mal in Unterzahl gespielt, 1-mal hat es geklingelt. Nehmt ihr hier zu viele Strafen? Ja, sicherlich. Es waren vielleicht ein paar Unglückliche dabei, wenn der Puck ins Netz springt. Aber trotzdem müssen wir aufpassen. Vor allem in der neutralen oder in der gegnerischen Zone dürfen wir keine 2 Minuten kriegen, weil die machen sich dann bezahlbar. Und wir müssen schauen, jetzt ein bisschen ins Spiel zu finden. Jetzt haben wir auch gut BK gespielt und jetzt wollen wir ein bisschen mehr 5 gegen 5 spielen. Was ist noch nicht so rund gelaufen? Was hat nicht so gut funktioniert?
Boah, ich glaube, wir haben nicht so schlecht gespielt. Logisch, zu viert muss man schauen, hinten drin gut zu stehen. Und jetzt haben wir eigentlich gut gekillt, muss man sagen. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir schauen, 5 gegen 5 oder mal ein paar Powerplay rausholen, ein bisschen mehr Eis laufen und die Salzburg zu Strafen zwingen. Danke dir. Danke. Wir werden sehen, ob das klappt. Die Analyse, die genaue, gibt es bei Michael Knöppel und Gary Bender. Und dann besucht uns in der Pause der Manager der Erste Bank Eishockey-Liga. Also dranbleiben. Wir sind live zurück im Volksgarten, sehen jubelnde Salzburg-Spieler und jubelnde Salzburg-Fans, denn einmal hatten sie alle Grund zu jubeln, die Salzburger und die Salzburger Fans, denn ein Tor ist gefallen und dieses eine Tor haben die Salzburger geschossen. Gary, ganz kurz einmal eine allererste Analyse, was sagst du zum ersten Drittel? Ja, ich glaube, es ist ganz klar, Bozen kann nicht ihr bestes Spiel bringen, wenn die fast einen halben Drittel auf die Strafbank verbringen, aber ihr wart sicher mehr von Bozen im zweiten Drittel. Dazu kommen wir gleich, schauen wir uns in Ruhe gemeinsam mit dem Publikum das 1:0 an. 11 Minuten hat es gedauert, aber dann hat es geknallt. Zunächst ein ganz scharfer Schuss von Fee und Dave Mackler hat dann diesen Treffer erzielt. Gary, wer hat da was richtig oder falsch gemacht? Ja, ich glaube, hier hat Salzburg die Scheiben so schnell wie möglich tief gebracht, der Zweikampf gewonnen, zurückgebracht, einfach Pass rüber, unkompliziert das Ganze. Hier einfach Schuss, Nachschuss, nachgehen, also das ist die Erfolg. Für mich haben es dann in den nächsten 3 Powerplays einfach zu kompliziert gewesen, aber hier ziemlich einfach, aber erfolgreich. Gary, kann man anhand des Spielstils in diesem ersten Drittel ein bisschen ermessen, wie viel Spannung da eigentlich drin ist? Ja, eben, wie gesagt, durch diese vielen Strafen von Bozen ist es ein bisschen schwierig. Die Spannung ist natürlich da bis zum Schluss, ganz klar. Ich glaube, Salzburg hätte ein bisschen mehr Kapital rausschlagen müssen aus diesen 3 zusätzlichen Möglichkeiten. Das haben die nicht gemacht. Wir werden sehen, ob das mal rächen würde. Das zentrale Thema dieses ersten Drittels ist aber ganz sicher Powerplay. Ein Powerplay-Tor und dann waren innerhalb von 6 Minuten 3 Powerplays direkt hintereinander für die Salzburger. Wir stehen uns da eine typische Szene an, da brennt lichterloh, aber Salzburg kann das Tor nicht machen. Eben. Bozen so stark oder Salzburg schwach gespieltes Powerplay? Ja, ich glaube, schwach ist übertrieben, aber Bozen wirklich, die haben gewusst, we are in trouble, wenn wir hier mal wieder das 2-0 bekommen und die waren ziemlich aggressiv, dann, wenn es wirklich darauf angekommen ist, hier immer 3 rote Jerseys hinten beim Tormann, wirklich dann sehr kompakt und da haben natürlich den Goalie geholfen und versucht einfach alle Rebounds wie möglich wegzuschlagen. 6 Minuten Unterzahl. Ist das auch ein bisschen eine Routine-Geschichte? Ja, Routine auf jeden Fall, aber ganz klar, wie ich gesagt habe, Salzburg hätte mehr machen müssen. Ich glaube, in der Kabine werden die sicher darüber reden, dass wir einfacher spielen müssen, nicht so kompliziert. Aber Bozen wird auch versuchen, da im zweiten Drittel nicht so oft auf der Strafbank zu sitzen. Ja, Bozen hat das auf jeden Fall viel Kraft gekostet. Die müssen ganz kräftig durchschnaufen. Wir können das jetzt auch tun, denn wir können zu Konstanze schauen. Die hat einen Gesprächspartner und das ist nicht irgendjemand, das ist der Liga-Manager Christian Feichtinger. Ja, und zwar stehen wir hier vor dem Ding. Das ist Christian und das seit September wird darum gespielt. Da ist viel passiert, viele Überraschungen, viele Highlights. Was bleibt zu dir in der ersten Emotion in Erinnerung von dieser Saison? Ja, die Saison ist, wie gesagt, 2 Drittel vorm Ende jetzt und das Rückschauen ist immer einfach und spannend gleichzeitig. Ich glaube, wir haben eine gute erste Bank-Eishockey-Liga-Saison gehabt. Wir haben ein tolles Open Air in Budapest erlebt, wo wirklich unsere Freunde aus Ungarn nochmal gezeigt haben, wie das im Stadtzentrum von Budapest gut gemacht wird. Wir haben spannende Spiele hinter uns, wir haben Überraschungen auch in den Playoffs erlebt. Vielleicht nicht bis ganz zum Ende, aber wenn ich an unsere Freunde aus Dornbirn denke, die eine erstklassige Saison und ein erstklassiges Playoff als einer unserer neuen Clubs gespielt haben und heute mit Bozen und mit Salzburg, mit dieser Finalserie wirklich eine Situation, wo man sagt, es verdient sich ein 5. Spiel. Es waren tolle Spiele hier in Salzburg, es waren wirklich beeindruckende Spiele in Bozen, das war wirklich Gänsehaut.
Gefühl zum ersten Mal eine Finalserie und eine ausverkaufte Eiswelle in Bozen nach, glaube ich, 20 Jahren erleben zu dürfen. Also von dem her schaue ich gern zurück und freue mich, was heute hier noch kommt. Es wird ja heute auf jeden Fall Geschichte geschrieben, denn entweder gelingt es Red Bull Salzburg als erstes in einer Best-of-Five-Serie eine Serie noch zu drehen, oder wir haben den ersten internationalen Team als Meister. Was würde denn so ein internationales Team als Meister bedeuten für das Produkt Erste Bank Eishockey-Liga? Ein internationaler Meister? Wir verstehen uns, seit wir vor 5 oder 6 Jahren mit unseren internationalen Clubs begonnen haben, zusammenzuarbeiten als internationale Eishockey-Liga. Und das Einzige, was ich unseren beiden Clubs heute gesagt habe vor Spielbeginn, ist, möge der Bessere gewinnen. Und genauso sehen wir das auch von der Liga-Organisation. Wenn Salzburg ist, ein würdiger Meister, der den Grunddurchgang gewonnen hat. Wenn es Bozen ist, dann sensationell in der ersten Ligasaison und sicher auch eine sehr, sehr gute Geschichte für unsere internationalen Clubs. Also für uns ist jeder Meister ein würdiger Meister. Wer dich kennt, der weiß, dass für dich die Saison zwar heute zu Ende ist, die nächste aber wahrscheinlich schon längst wieder läuft in den Vorbereitungen. Stichwort nächste Saison. Wie viele Teams werden wir haben? Stichwort Ljubljana. Werden wir Ljubljana wieder sehen? Was kannst du da schon sagen? Wir gehen ganz normal von unseren 12 Mannschaften für die kommende Saison aus. Wir haben jetzt im Prinzip keine Pause. Morgen geht's los, die neue Saison vorzubereiten, beziehungsweise der Meldeschluss ist schon in der kommenden Woche für die kommende Saison. Wir haben die Erste Bank Youngster League und die Erste Bank Junior League bereits auf der Reihe. Wir haben 19 Teams in der U18, 14 Teams in der U20-Meisterschaft bereits fix eingeschrieben. Das heißt, die Erste Bank Eishockey-Liga besteht aus über 40 Clubs mittlerweile. Und das große neue Projekt, was auf uns zukommt, ist die Champions Hockey League, die am 21. August mit 4 Teams aus der Erste Bank Eishockey Liga beginnen wird, und das ist etwas, auf was wir uns wirklich extrem freuen und wir sehr, sehr stolz sind, dass sowohl unsere Mannschaften, aber auch unsere Schiedsrichter dort vom ersten Spieltag mit dabei sein werden. Das Schöne ist, es gibt Eishockey also auch im Sommer. Dann danke ich dir, viel Spaß heute noch, und wir gehen zurück zu Michael und Gary. Ja, danke Konstanz, es war also schon ein kleiner Vorblick in die Zukunft. Wir gehen aber mitten rein in dieses große, grande Finale, in dieses 5. Spiel. Gary, ich würde sagen, wir geben den Zuschauern jetzt wieder die klassische Chance, mitzuhören und mitzuschauen, wie es mittendrin auf dem Spielfeld aussieht. Wir haben heute auch wieder Kabelgeist für Sie, und das ist der Head-Schiedsrichter und eine Helmkamera beim Linesman. Schauen und staunen wir. Good job, Shane. Thank you. Good job. Hop, 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 hop. Hey, over. It's over. That's what I saw.